Sie sind mehrere Jahre von 2015 bis 2017 Vorsitzende des Deutschen Netzwerks für evidenzbasierte Medizin gewesen und sind jetzt aktuell noch Leiterin des Fachbereichs Patienteninformation und Beratung. Und seit November 2017 sind Sie Vorsitzende des Arbeitskreises Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind und bin gespannt auf Ihren Vortrag Evaluation von onkologischen Leitlinien aus Arzt- und Patientensicht, was fehlt? Ja, herzlichen Dank für die Einleitung. Ich freue mich, dass ich dieses Thema heute hier mit Ihnen diskutieren kann. Ich habe gerade schon die Folie gezeigt mit meinen nicht finanziellen Beziehungen und Aktivitäten. Da gehört das dazu, dass ich Mitglied im Vorstand des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin bin, und das ist auch relevant für meine Arbeit und für die Perspektive unserer Forschungsprojekte. Was ich jetzt heute hier präsentieren werde, werde ich auch unter dem Aspekt, unter der Perspektive der evidenzbasierten Medizin präsentieren. Ich werde unsere eigenen Forschungsprojekte stützen zur evidenzbasierten Patienteninformation, Entscheidungshilfen und partizipative Entscheidungsfindung, die wir über viele Jahre gemacht haben. Ich werde keine systematische Evaluation der Leitlinien präsentieren können. Dazu braucht es ein eigenes wissenschaftliches Projekt in Bezug auf die mir gestellte Fragestellung, sondern ich werde exemplarisch hier vorstellen und werde den Schwerpunkt Brustkrebs dabei nutzen, und ich werde am Ende meiner Präsentation vor allem auf die interessanten internationalen Entwicklungen zu diesem Thema hinweisen. Es ist eindeutig belegt, Patientinnen wünschen evidenzbasierte, informierte, partizipative Entscheidungen. Dazu gibt es viele wissenschaftliche Studien, auch aus Deutschland, Surveys auch von den Krankenkassen und unter anderem auch immer wieder vom Krebsinformationsdienst. Ich werde im Folgenden näher eingehen auf eine Petition von Brustkrebsaktivistinnen aus dem Jahr 2006 an den Deutschen Bundestag, wo es um Forderungen in Bezug auf Leitlinien ging, und etwa 10 Jahre später eine neuerliche Forderung des Arbeitskreises Frauengesundheit, der Arbeitsgruppe Brustkrebs, wo es einen offenen Brief an den Bundesgesundheitsminister gab, auch in Bezug auf die Entwicklung von Leitlinien. Ich möchte darauf hinweisen, dass in den meisten onkologischen Leitlinien die Umsetzung der informierten partizipativen Entscheidungsfindung ausdrücklich empfohlen wird. Zum Beispiel eben auch in der S3-Leitlinie zum Mammakarzinom. Und die informierte partizipative Entscheidungsfindung ist ein Kernelement der evidenzbasierten Medizin. Das wird manchmal vergessen, deshalb zeige ich das hier nochmal. Die Grundsäulen der evidenzbasierten Medizin. Wissenschaftliche Grundlage ist eines. Dazu kommen die Patientenwerte, Patientenpartizipation und die klinische Expertise. Nun ist die Frage, wie definiert sich klinische Expertise, wenn es um partizipative gemeinsame Entscheidungsfindung geht mit den betroffenen Patienten und wenn es um die Evaluation von onkologischen Leitlinien geht. Ich zeige Ihnen hier eine Definition der klinischen Expertise, der ärztlichen Expertise von einem der Begründer der evidenzbasierten Medizin, Gordon Guyatt von McMaster Universität in Kanada. Und ich finde das eine sehr beeindruckende Definition aus dem Jahr 2004. Clinical expertise is the ability to integrate research evidence and patient circumstances and preferences to help patients arrive at optimal decisions. Das ist klinische Expertise aus der Perspektive der evidenzbasierten Medizin. Und ich habe jetzt hier nochmal versucht, diese klinische Expertise nochmal weiter aufzuschlüsseln, was es bedeutet im Hinblick auf partizipative Entscheidungsfindung, auch als Grundlage dann, um die Leitlinien zu evaluieren. Also man braucht natürlich erstmal eine korrekte Diagnose, und da ist ja die Leitlinie auch dazu angetan, die Grundlagen dazu zu legen, dass eine korrekte Diagnose möglich ist.
dann ist es notwendig, die individuelle Prognose für den einzelnen Patienten, die einzelne Patientin zu erstellen, unter Berücksichtigung nicht nur des Tumorleidens, sondern eben auch des Alters und der Begleiterkrankung. Das wurde durch meine Vorrednerinnen auch schon mal erwähnt jetzt hier, die Probleme, die sich auch dabei stellen, wenn es um die Abschätzung, es ist ja nur eine Schätzung der individuellen Prognose geht für den einzelnen Patienten. Dann muss zu allen evidenzbasierten Behandlungsoptionen die Übertragbarkeit auf den einzelnen Patienten geprüft werden in Bezug auf Nutzen und Schaden. Das ist eine grundlegende ärztliche Tätigkeit, zu prüfen, ob das, was in der Leitlinie empfohlen ist, tatsächlich anwendbar ist auf einen einzelnen Patienten. Das ist die ärztliche Expertise und die kann dem Arzt niemanden abnehmen, zu prüfen, ob das, was verfügbar ist an evidenzbasierten Behandlungsoptionen, auf einen einzelnen Patienten aus der medizinischen Perspektive überhaupt übertragbar ist und wie das Nutzen-Schaden-Relation abzuschätzen wäre für den einzelnen Patienten. Dann ist es entscheidend, Patienten aufzuklären. Dabei ist es wichtig zu definieren, was unter Aufklärung verstanden wird. Wenn es um partizipative Entscheidungsfindung geht, muss über alle Optionen informiert werden, die evidenzbasiert sind, einschließlich der Nichtintervention bzw. Abwarten zu Nutzenschaden, Unsicherheiten und was es bedeutet für die Lebensqualität des einzelnen Patienten. Und dann muss geprüft werden, ob der Patient oder die Patientin die Informationen verstanden hat. Frau Winkler hat darauf hingewiesen, hat mehrere Studien jetzt zitiert, die immer wieder zeigen, dass die Patienten das überhaupt nicht verstehen, was ihnen da mitgeteilt wurde. Es ist ein wesentliches Kriterium, dass man prüft, ob die Patienten das überhaupt verstanden haben. Und dann letztlich geht es darum, den Patienten, die Patientin zu unterstützen, eine gute Entscheidung zu treffen. Die Patienten entscheiden ja letztlich immer selber, ob sie das tun, was die Ärzte ihnen vorschlagen oder nicht. Es geht also darum, eine gute Entscheidung zu treffen. Nun ist die Frage, wenn das die klinische Expertise ist, was können Leitlinien dazu tatsächlich beitragen oder was fehlt in den Leitlinien? Ich möchte nun darauf zurückkommen, was Brustkrebsaktivistinnen im Jahr 2006 schon in einer Petition an den Bundestag formuliert haben. Und es ging um die Behandlungsleitlinien und wissenschaftliche Studien damals, 2006. Und ich habe das jetzt mal grob zusammengefasst, was in diesen Forderungen formuliert wurde. Sie haben gefordert, die Frauen ein Recht auf partizipative Entscheidung. Sie wollen Informationen haben, gleiche Informationen, die auch die Ärzte bekommen, wollen sie auch für die Patienten haben, aber natürlich in einer verständlichen Form aufbereitet. Diese müssen den Kriterien der evidenzbasierten Medizin entsprechen. Wenn Patienten aufgeklärt sind, informiert sind, verstanden haben, wie wissenschaftliche Studien durchgeführt werden und was patientenrelevanter Nutzen ist, dann wollen Patienten tatsächlich evidenzbasierte Medizin nach den Kriterien der evidenzbasierten Medizin behandelt werden. Sie möchten schriftliche Unterlagen haben zu den Beratungsgesprächen, die nicht von der Pharmaindustrie sind. Es ist ausdrücklich auch so formuliert in der Petition. Und alle Behandlungswege müssen eingeschlossen sein in der Information. Alle Behandlungswege, nicht nur die präferierte durch den behandelnden Arzt, einschließlich des Abwartens oder der Nichtbehandlung. Es gab tatsächlich eine Weiterentwicklung. Es gibt ja inzwischen Patientenleitlinien zu allen möglichen Themen, aber diese Patientenleitlinien sind nicht geeignet für eine partizipative, informierte Entscheidung. Da gibt es zahlreiche Analysen dazu, dass entsprechende Informationen nicht extrahierbar sind für die Patienten. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele Informationen, die völlig unnötig und unnütz sind, wenn es um die individuelle Entscheidung geht eines Patienten. Wie Informationen aussehen müssen, damit man sie benutzen kann, damit sowohl Patienten, Patientinnen als auch Ärzte und Ärztinnen sie nutzen können für ihre Entscheidungen,
Damit haben wir uns über viele Jahre schon beschäftigt, sowohl an verschiedenen Universitäten wissenschaftlich als auch im Netzwerk evidenzbasierte Medizin. Und im Jahr 2015 ist die zweite Version der guten Praxis Gesundheitsinformation veröffentlicht worden, kann man im Internet auf dem Netzwerk evidenzbasierte Medizin abrufen. Da sind die Kriterien zu finden, wie solche Informationen aussehen sollen. Inzwischen gibt es auch eine Leitlinie zur Erstellung von evidenzbasierten Gesundheitsinformationen. Auch die können über das Netzwerk evidenzbasierte Medizin abgerufen werden. Im Wesentlichen geht es dabei, wenn es um solche Gesundheitsinformationen geht, die man als Grundlage für informierte Entscheidungen benutzen möchte, geht es um Kriterien, die die Inhalte betreffen. Also die Frage ist, welche Inhalte müssen aufgenommen werden, damit tatsächlich eine informierte Entscheidung möglich ist. Und es geht um die Darstellung der Inhalte. Wie werden diese Inhalte kommuniziert? Da gibt es eine umfangreiche internationale wissenschaftliche also Ergebnisse und Forschungsgruppen, die sich mit diesen Fragestellungen beschäftigen. Und natürlich geht es auch um die Frage, wie werden diese Gesundheitsinformationen entwickelt, um die Frage der Unabhängigkeit und der Transparenz, letztlich um die Vertrauenswürdigkeit dieser Informationen. Ein Beispiel dazu, wenn es jetzt um den Aspekt der Therapien geht, welche Therapiemöglichkeiten, dann müssten die Informationen zum persönlichen Risiko ohne Intervention abrufbar sein, mit einem entsprechenden Zeitrahmen mit dabei. Evidenzbasierte Optionen mit Wahrscheinlichkeitsangaben zu den erwünschten und unerwünschten Ereignissen, auch mit dem Zeitrahmen und Informationen zur Bedeutung für das eigene Leben, Aufwand, Unterstützung und sicherlich vieles andere mehr. Wir haben über die letzten Jahre versucht, mal entsprechende Entscheidungshilfen am Thema Brustkrebs, früher Brustkrebs zu entwickeln und zu implementieren. Und bei diesen Forschungsprojekten, die wir durchgeführt haben, haben wir gesehen, dass Leitlinien, so wie sie jetzt entwickelt sind, vorhanden sind, nicht nutzbar sind für die Erstellung von Entscheidungshilfen. Wichtige Informationen sind nicht extrahierbar aus den Leitlinien, so wie sie jetzt vorliegen. Wenn Sie das interessiert, können Sie dazu das im Internet nachlesen. Wir haben eine Entscheidungshilfe für Frauen mit duktalem Karzinoma in situ entwickelt und letztendlich versucht, diese Leitlinie mit einem strukturierten Programm durch Unterstützung von onkologischen Nurses in Brustkrebszentren hier in Deutschland im Rahmen einer randomisiert kontrollierten Studie zu implementieren. Zum Beispiel jetzt in dieser Entscheidungshilfe werden vier verschiedene Behandlungswege vorgestellt. Es gibt beim DEZIS folgende Wahlmöglichkeiten, die mit der Frau besprochen werden. Das ist ein Ausschnitt aus dieser Entscheidungshilfe. Abwarten und beobachten, die brusterhaltende Operation ohne Bestrahlung, mit Bestrahlung und die Brustentfernung. In der ursprünglichen S3-Leitlinie damals waren nur zwei Behandlungswege vorgesehen, nämlich brusterhaltende Operation mit Bestrahlung und die Brustentfernung. Inzwischen ist auch die brusterhaltende Operation ohne Bestrahlung aufgenommen, aber abwarten und beobachten, diese Informationen werden weiterhin nicht als eine Option überhaupt präsentiert und auch nicht mit entsprechenden Zahlen vermittelt, dass man sie nutzen könnte für eine informierte Entscheidung. Wir haben eine zweite Entscheidungshilfe entwickelt für Frauen mit hormonrezeptorpositiven Brustkrebs im Frühstadium. Und da ging es um die medikamentöse Behandlung, ob Chemotherapie zusätzlich zur Hormontherapie, ja oder nein. Diese Studie ist inzwischen auch publiziert. Und dabei ging es auch, haben wir auch uns intensiver mit der Frage der Prognose, Kommunikation von Prognosedaten beschäftigt. Das ist hier auch ein Ausschnitt aus dieser Entscheidungshilfe. Die alleinige Antihormontherapie mit Tamoxifen im Vergleich zur zusätzlichen Chemotherapie mit CMF-Schema. Es gibt ja, wir haben festgestellt damals bei dem Versuch, die Daten zu extrahieren aus der Leitlinie,
dass es, wie wir schon immer wieder auch erwähnt wurde, heute weniger aussagekräftige randomisiert kontrollierte Studien gibt. Und noch weniger gibt es ausreichend gute Informationen zu den Nebenwirkungen, zu den unerwünschten. Und es ist sehr aufwendig, diese gesamte Literatur nochmal selber zu recherchieren und zu präsentieren. Und das hat uns letztendlich auch in diesen Studien, die wir durchgeführt haben, zu dem Ergebnis gebracht, dass die evidenzbasierte, informierte, partizipative Entscheidungsfindung im Augenblick nicht in der Routine implementiert ist. Ja, das mag also in einzelnen Zentren zu einzelnen Fragestellungen durchaus praktiziert werden, aber im Großen und Ganzen ist, das ist die informierte, partizipative Entscheidung nicht implementiert. Deutschen Gesundheitswesen, und das liegt im Wesentlichen daran, dass es eben auch diese Entscheidungshilfen nicht gibt, die man braucht, sowohl die Ärzte als auch die Patientinnen, um solche Entscheidungen treffen zu können. Und es wurde schon erwähnt, ich bin die Vorsitzende des Arbeitskreises Frauengesundheit, dem größten deutschsprachigen Zusammenschluss von Frauengesundheitsorganisationen, und gibt es auch eine Arbeitsgruppe Brustkrebs, und die hat im Jahr 2015 einen Brief an den damaligen Bundesgesundheitsminister Gröhe geschrieben und hat S4-Leitlinien gefordert. Forderung von S4-Leitlinien mit dem Titel Patientinnenorientiert, evidenzbasiert, modular und digital. Frauengesundheitsnetzwerke fordern S4-Leitlinien für bessere Entscheidungsfindung in der Brustkrebsversorgung. Und ich liste Ihnen jetzt mal auf, was in diesem Brief hier formuliert wurde, was die betroffenen Patientinnen haben möchten. Also ich hatte es ja erwähnt, dass die Patientenleitlinien, so wie sie jetzt verfügbar sind, nicht nutzbar sind für individuelle Entscheidungen. Also sie wollen, dass sie Patientinnen orientiert sind, personalisiert, modular, digital. Sie müssen aktuell sein, die Informationen, wissenschaftsbasiert, unabhängig erstellt werden, und sie müssen verständlich sein. Das sind die Forderungen. Wir haben das damals im Netzwerk Evidenzbasierte Medizin aufgegriffen, diese Forderungen, haben eine Arbeitsgruppe gegründet, eine Arbeitsgruppe für Entscheidungshilfen zu Leitlinien, S4-Leitlinien, die von Anke Steckelberg von der Universität Halle-Wittenberg geleitet wird. Allerdings ist der Progress in dieser Arbeitsgruppe sehr verzögert. Es gibt einfach keine finanzielle Förderung für diese Projekte. Das Ziel dieses Projektes wäre der Aufbau einer Struktur- und Wissensdatenbank zur kontinuierlichen und nachhaltigen Erstellung von evidenzbasierten Patienteninformationen und Entscheidungshilfen. Ich fasse jetzt nochmal zusammen, was aus unserer Perspektive fehlt in den aktuellen S3-Linien, und vorrangig ist es die Patientinnenorientierung. Ist einfach nicht vorhanden. Es werden zwar Patienten, Alibi-Patienten würde ich sagen, da einbezogen in die Erstellung von Leitlinien, aber die führen nicht zu einer Patientenorientierung der Leitlinien. Es müssen Patienten, die kompetent sind in evidenzbasierter Medizin und die unabhängig sind, einbezogen werden zur Identifikation von Schnittstellen, die für Partizipation von Bedeutung sind. Sie müssen einbezogen werden zur Entwicklung von Entscheidungshilfen und auch zur Bestimmung von Qualitätsindikatoren. Was fehlt noch in den S3-Leitlinien? Also es fehlen die Risikodaten, die man eigentlich bräuchte zur einfachen Nutzung, wenn man Entscheidungshilfen erstellen möchte, aber auch zur Erstellung der individuellen Prognosen, Wahrscheinlichkeitsangaben für Nutzen und Schaden, für alle Optionen einschließlich der Nichtintervention, Offenlegung aller Unsicherheiten zu den wissenschaftlichen Daten, die Bedeutung für die Lebensqualität der Patienten und die Unabhängigkeit der Informationserstellerinnen müsste gewährleistet werden. Und es müsste Qualitätsindikatoren entwickelt werden zur Implementierung von informierter, gemeinsamer, partizipativer Entscheidungsfindung statt Messung von Compliance zu Leitlinienempfehlungen zum Beispiel. Was fehlt noch? Was wir festgestellt haben in unseren wissenschaftlichen Studien bei der Implementierung der Entscheidungshilfen, die Haltung der Ärztinnen ist immer noch sehr traditionell.
Also es wäre gut, wenn wir mal vom benevolenten Paternalismus zum informierten partizipativen Entscheidung tatsächlich kommen könnten. Ich wundere mich immer wieder, dass es keine Arbeitsgruppen gibt in den medizinischen Fachgesellschaften, die sich explizit mit Patienteninformation und Patientenbeteiligung beschäftigen. Es müsste Strukturen geben in der Routineversorgung. Wir schlagen dazu die Beteiligung, Einbeziehung der onkologischen Nurses vor und haben gezeigt, dass es sehr gut funktionieren kann in dieser kontrollierten Studie. Und es mangelt immer noch auch an Kompetenzen zur evidenzbasierten Medizin bzw. Risikokommunikation, nicht nur bei den Ärztinnen, aber auch bei den onkologischen Nurses. Ich möchte jetzt am Schluss, die letzten drei Minuten, möchte ich zeigen, was hier international vor allem an tollen Entwicklungen läuft. Was wir brauchen, ist wirklich ein zukunftsfähiges Wissensmanagement. Also es gibt zum Beispiel, vor Jahren schon hat sich diese europäische Arbeitsgruppe, die DECIDE-Gruppe, hat sich die genannt, gegründet, Evidence to Decision Framework. Sie haben ein Rahmenmodell entwickelt zur Entwicklung von Entscheidungshilfen aus Leitlinien. Das ist jetzt einfach nur so ein grober Überblick, wie sowas dann aussieht. Das hat jetzt hier mit onkologischer Therapie nichts zu tun. Aber es geht darum, dass man sieht, dass patientenrelevante Endpunkte definiert werden und dass neben den narrativen Statements die Effekte Nutzen und Schaden in absoluten Zahlen neben den relativen Effekten und der Grad der Sicherheit für die Ergebnisse, also die Ergebnissicherheit auch kommuniziert werden. Ein ganz spannendes Projekt ist MAGIC. Das MAGIC-Projekt, eine Kooperation zwischen norwegischen Arbeitsgruppen und kanadischen. Da ist auch Gordon Guyatt mit beteiligt, der einer der Begründer der evidenzbasierten Medizin ist. Es geht um Creating Trustworthy Guidelines, Evidence Summaries and Decision Aids that we can all use and share. Also wir müssen zu einer besseren Strukturorganisation von Wissen kommen, dass wir dieses tatsächlich benutzen können. Ich zeige Ihnen jetzt im Folgenden drei Folien, die ich nicht im Detail erkläre, aber Sie können das im Internet sich selber in Ruhe anschauen, wie dieses System der Wissensgenerierung, Wissensaufbereitung und Präsentation von Wissen aussehen könnte, damit es tatsächlich auch zur Nutzung für die behandelnden Ärzte und die Patientinnen zur Verfügung steht. Also hier ist zum Beispiel auf dieser Folie dargestellt, wie das aktuelle System ist der Evidenzgenerierung mit all den Schwächen, die wir haben. Und dann ein Vorschlag dazu, wie es aussehen könnte in Zukunft. Und die Leute unter Ihnen, die begeistert sind für Digitalisierung und neue Techniken, die können sich ergötzen an diesem Schaubild dann, wo überall hier Digital Intelligence und so weiter mit eingebaut ist. Also natürlich sind das auch Projekte im Entstehen und es gibt einzelne schon gute Beispiele dafür, dass es funktionieren kann. Da ist aber noch sehr viel Arbeit nötig. Aber was deutlich wird, wir müssen wegkommen von diesem Klein-Klein. Jeder macht seine regionale Leitlinie. Wir müssen auf nationaler Ebene international uns vernetzen und wir müssen die wissenschaftlichen Daten, die wir haben, müssen wir so aufbereiten, dass sie für alle zur Nutzung zur Verfügung stehen und dass sie so aufbereitet werden, dass man sie tatsächlich für gute Entscheidungen auch benutzen kann. Die AWMS bemüht sich hier, auch ein entsprechendes Projekt auf die Beine zu stellen. Allerdings, soweit ich das gehört habe, haben sie große Schwierigkeiten, dieses Projekt finanziert zu bekommen. Aber das sind wir eigentlich gewohnt, dass für solche Projekte hier es sehr schwer ist, eine Finanzierung zu bekommen. Es gibt auch weiterhin die Bemühungen, die Leitlinie evidenzbasierte Gesundheitsinformation zu implementieren. Wenn jemand Interesse hat, sich zu beteiligen an dem Projekt, über die Universität Halle-Wittenberg ist das möglich. Und auch das Netzwerk evidenzbasierte Medizin ist weiterhin bestrebt,
darauf hinzuweisen, dass wir ein neues Konzept, ein System von Wissensmanagement brauchen. Und gerade ist hier eine Online-Petition gestartet worden der Arbeitsgruppe Wissensmanagement. Sie sind herzlichst eingeladen, die mitzuzeichnen, obwohl natürlich das jetzt kein hippes Thema ist und wir niemals die notwendigen Unterzeichnerstimmen bekommen werden, damit das tatsächlich aufgegriffen wird. Aber wir müssen versuchen, hier gemeinsam trotzdem ein besseres System zu schaffen. Ich danke vielmals.